Hallo und herzlich willkommen, meine Rambas. Schön, dass ihr wieder heute bei The Division dabei seid. Ich bin schon ein bisschen fortgeschritten und jetzt, ich habe ja mal so angekündigt, dass ich nur so Highlight-Missionen zeigen will und hier ist mal wieder eine. Und zwar die Polizeiakademie. Da ist ein Division-Agent Agent trat ihrem Team bei. von der ersten Welle drin und dementsprechend können wir dann da jetzt mal wieder hin und mal mitspielen. Und jetzt haben wir auch jemanden gefunden. Wir haben das Online-Tool sozusagen, das hauseigene mitgelieferte Tool genutzt, um jemanden mit in eine Party zu nehmen, weil wie gesagt, gerade diese Missionen, die machen zu zweit, dritt oder viert einfach viel, viel, viel mehr Spaß. Und das ist jetzt mal wieder der Fall. Und Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. ihr seht, da sind jetzt schon zwei andere drin. Ein dritter kommt auch noch. Und hier müssen wir dann rein in die Polizeiakademie. Und ja, wir sehen es nochmal hier. Transponder der ersten Welle eines Division-Agenten hat begonnen, Signale aus der New Yorker Polizeiakademie zu versenden. Jetzt müssen wir das Signal untersuchen, schauen, ob da einer noch drin ist oder was da halt los ist. So, jetzt brauchen wir erst noch unsere Leute. Wenn die dann da sind, der hier ist im Boden, keine Ahnung. Wenn die dann da sind, können wir nämlich loslegen. Gibt leider keinen Chat fürs Team, sondern nur Mikro, aber wie gesagt, bisher habe ich es noch war es noch nie nötig, mit denen zu labern. Auch schreiben ist eigentlich nicht so. Naja, wir können ja in der Zwischenzeit mal unsere Waffen durchgehen. Wir haben hier so ein Sturmgewehr, hier unser Sniper und eine legendäre Handfeuerwaffe. Also wir sehen, wir sind mittlerweile sehr gut equipped und dementsprechend SPS von 15.000. Und hier wird schon ein Hampelmann gemacht. Ich weiß nicht, wie man so Dinger macht, aber der eine hat die Verbindung getrennt. Wir Und ich empfangen würde ein sagen, wir Signal aus legen der jetzt einfach mal Akademie. los. Shade Tech von einem Agenten der ersten Welle. Der Transponder sendet noch. Jetzt müssen wir das Notsignal, den Ursprung ausfindig machen. Aha, also ab hier runter rein. Der andere hat hier scheinbar ein Problem mit seiner Leitung. Wer ist denn eigentlich der Host der Gruppe? Ich? Dann kann ich den noch kicken. So. Weil so wird es sonst unnötig schwer, wenn jemand drin ist, gefühlt zumindest. So. Natürlich sind Feinde im Anmarsch. Alles andere hätte mich jetzt auch stark überrascht. Und ihr seht, habe ich sie gut weggemacht. Und das macht schon alles ganz schön Schaden, was ich hier mittlerweile habe. Eigentlich bin ich fürs Level fast zu hoch. Sehen Sie zu, dass Sie den Agenten finden, aber seien Sie vorsichtig. Das weil die kann Stufe eigentlich ist nur eine eigentlich Falle sein. davor, aber sei es drum. Oh, ein Aufzug. Und wie gesagt, es funktioniert wirklich. Also ich muss mit den Leuten. Oh, danke, danke. Danke. Mit den Leuten kann man hier echt gut zusammenspielen. Es gibt hier noch nie, gab es irgendwelche Probleme oder sonstiges. Also ich bin echt begeistert auch von diesem Matchmaking-Tool. Ja, sie applaudieren nach wie vor. Und Headshot mit dem tut echt weh. So, wir laden alles durch. Naja, wenn der da so hinter mir steht, so akzeptieren tue ich das jetzt mal nicht. Eine versperrte Tür ist da entdeckt. Und jetzt müssen wir mal hoch, aber ah, da, das ist dann wohl oben.
Naja, wir gehen dann mal hoch. Und wir sehen, das geht ganz gut. Also gerade auch zu zweit. Wenn ihr einen Kumpel habt, zockt es mit dem. Ich kann es echt nur wärmstens empfehlen. So. Checkpoint. Oh ja, da war auf einmal der Gegner. Kein Problem, ich habe genug Sprengstoff dabei. Ist da noch einer? Ne, wir rücken vor. So, und jetzt geht's hier rein. Wir warten wieder. Und den Aufzug benutzen. Und ab nach oben. Jeder lädt nach, dass wir wieder frisch im Saft stehen. Und schauen, ob wir den Agenten denn auch jetzt nochmal finden oder ob es wirklich nur eine Falle ist, wie vermutet gewesen ist. Na, komm. So. Ich dachte mir, da käme jetzt was. So, die Angreifer besiegen. So, die macht es da schon. Na, da kommt der auf einmal da hervor. Der auch. Also, es ist ein tolles, also an sich wirklich sehr stimmiges Shooter-Erlebnis. Und der war es auch, wenn er nicht gut geworfen war. Trotzdem kann man hier schön weitermachen. Das, Gott sei Dank wird sowas nicht bestraft. Naja, wenn der da so hinten sitzen bleibt, kriegt er eine Granate. Oh, die sind deutlich stärker. Da müssen wir jetzt aufpassen. Ich werf dir mal eine Granate hinter, meinen Freund. Also es läuft echt schön. Und der lässt auch was droppen. Aha, Stiefel. Kleine schöne Stiefeletten. Hier gibt es wieder Munition. So, da wird sich mal schnell geheilt. Weil ich glaube, ich den Skill mal ersetzen sollte. Sie haben ein Echo in Ihrer Nähe. Ein Echo? Ja, Echo der Dolphin. So, wo ist es? Da nicht. Ah, da vorne raus. Und da jetzt linke Hand. Und da unten ist es, in der Turnhalle. Jetzt schau mal, was uns das Echo so sagt.
hattest eine Chance für mich zu arbeiten und hast beschlossen, mir in den Rücken zu fallen. Okay. Um Himmels Willen, das müssen Sie nicht tun. Sie brauchen Hilfe, Sie sind verrückt. Aha, der hat also ein Störgerät. Du widersprichst dem Mann mit der Waffe. Ich würde sagen, du bist verrückt. Hier wird wieder applaudiert. Ich fühle mich eigentlich ganz vernünftig. Die sind alle tot. Moment, ich habe da noch was zu erledigen. Ich bin sofort da. Okay, also der hat's ja mal alle weggeballert. Das kann nicht sein. Division-Agenten als Verräter, die sich gegenseitig umbringen? Das... Nein. Das okay. Nicht. Okay, Konzentration. Ein kleiner die Twist. Die Tech, die das Echo erzeugt, wurde gehackt. Die Identität des Agenten ist unleserlich. Wenn es bei Ihnen einen Sicherheitsraum gibt, kommen wir vielleicht an Sie heran. Wenn Sie die Überwachungsvideos nicht gelöscht haben und ich sie hochladen kann. So, müssen wir da wieder hin? Ja, da sind wir doch. Oh, das war gleich gut gelaufen. Lade archivierte Sicherheitsdaten herunter. Na komm, mach, mach, mach. Warnung, keine Neustartzone. Draußen sind schon die ersten Leute unterwegs. Beeilung. Sie sind nicht mehr allein. Download abgeschlossen. Beginne Upload. Ich sehe, dass Agenten der ersten Welle in ihrer Nähe sind, aber sie reagieren nicht auf meine Rufe. Das gefällt mir nicht. Nee, mir auch nicht. Kommt rein, Jungs. So, weggemacht. So. Jetzt kommt doch mal rein, Jungs. Na. So, den Hinterhalt, den neutralisiere ich dir aber mal sowas von easy. Ziel erfüllt. Den abtrünnigen Agenten ausschalten. Oh, ich muss weg. Oh, ich muss hier... Ich brauche ja Hilfe. Aber da kommt er schon. Sehr gut, danke. So. Aber dass die jetzt hier, dass es noch abtrünnige Agenten gibt, das ist ja schon allerhand. Scarecrow heißt der auch noch. Naja, dann scammen wir ihn halt mal. Willkommen bei den Profis. Hat auch 2 Sterne. Na, komm, komm, komm. Der ist aber mal sowas von abdrünnig gescarecrowt. Ihre Erkenntnisse sind erschütternd. Dass sich Agenten gegen Agenten wenden und ihren Auftrag verraten, das hätte niemals passieren dürfen. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber Level 21, meine Damen und Herren. Vorsichtig. Ich glaube, Sie haben einiges an Aufmerksamkeit erregt. So, ich würde mal sagen, wir reisen einfach mal. Wohin geht's denn? Was macht denn Sinn? Zum Safehouse? Hat gut geklappt mit unserem Kompagnon hier. So, und jetzt verlasse ich einfach mal die Gruppe, dass ich ein bisschen für euch wieder da bin. Gruppe verlassen, so.
Hab eine neue Fähigkeit. Sie haben jetzt Mods in ihren Fertigkeiten entsperrt. Mods verbessern. Alles klar. Und zwar hier, nämlich jetzt. Das Geschütz wollte ich nämlich vorher schon mitnehmen. Scheiße, das werden Sie nie glauben. Der Typ ist noch nihilistischer als ich. Mr. Rhodes, steigert den Schaden. Dann gibt's hier noch einen Flammenwerfer oder einen Taser, okay. Aber wir nehmen aber den stimmt, hier. Das ist der Hammer. Und den nehmen wir jetzt mal für mein Q für das Heilen, weil ich nutze einfach eh viel zu selten schon das Erste-Hilfe-Kit. Und dann gibt's hier auch noch die Wirkungsdauer von Wasser wird gesteigert, haben wir auch mittlerweile so ein Inventar. Ich habe aber noch, ich will noch hier die Aufklärungsdaten. Ich glaube, die erste Welle Überwachungskameraaufnahmen, die sind neu. Die schauen wir uns mal an. Ich fasse immer noch nicht, was deiner Dark Zone abgegangen ist. Ich weiß. Zum Kotzen. Ich habe mit allem Recht behalten und die ziehen uns trotzdem ab. Und die Toten blieben da. Ja, das ist einfach nicht richtig. Warten Sie mal kurz. Hören Sie, wir werden niemanden hier zurücklassen. Wir sorgen dafür, dass diese Stadt nicht einfach aufgegeben wird. Aber die Leute, für die wir arbeiten, bringen es fertig und lassen uns alle im Stich, wenn es ihnen passt. Nun, ich bin nicht mit allem einverstanden, aber... Ich sage nur, es ist höchste Zeit, dass wir uns von ihnen lösen. Ihr Modell funktioniert nicht mehr. Wir sollten uns trennen, bevor es uns auch noch mitreißt. Bevor es uns tötet. Das wäre Verrat. Ich sage nur, wie es ist. Sehen Sie sich um, es gibt nichts mehr zu retten. Die JTF versucht einen Manhattan zu retten, das es überhaupt nicht mehr gibt. Jetzt geht es nur noch um die Macht. Macht und Überleben. Die sind fertig, aber ich nicht. Und Sie auch nicht. Nicht, wenn wir zusammenhalten. Ja, so viel zu den Agenten, die wir teilweise verzweifelt versuchen zu retten. Okay, alles klar. Die JTF ist wohl auch nicht so das Wahre. Und immer entspannte. Aber wir haben ja auch zwischenzeitlich noch ein paar neue Sachen gefunden. Und gerade hier eine neue Waffe. Die ist definitiv besser als unsere jetzige. Das sehe ich in dem Fall. Machen wir mal eins. Wir machen die Mods raus. Waffen zerlegen. Zack. Und jetzt sehen wir hier 13.100 zu 15.200 SPS. Eine deutliche Verbesserung. Und die wird jetzt auch noch gemoddet. Das heißt, verbesserte offene Visierung. Dann brauchen wir die Magazingröße. Das finde ich ganz, ganz cool. Haut die SPS deutlich auch nach oben. Dann Präzision und Stabilität. Und wir brauchen noch was für die Mündung. Und auch da. Und schon haben wir 17.600. Und wir sehen hier, haben wir auch das Sturmgewehr, ja. Dann haben wir hier unser Präzisionsgewehr, aber das haben wir ja schon in Aktion gesehen. Das heißt, alles andere ist schlechter. Es wird dann zerlegt und wir holen uns die Waffenteile raus, die wir so brauchen. Gibt es noch was? Die Maske gäbe es noch, aber die ist deutlich schlechter. Das heißt, wir bleiben bei unserer. Und bei den Handschuhen. Ne, auch die sind schlechter. Bisschen mehr Hitpoints, mehr Fertigkeiten, aber ich gehe auf den Schaden. Deswegen bleibe ich bei denen, wo ich aktuell bin. Ja, jetzt draußen klingelt noch ein Telefon die ganze Zeit. Naja, sei es drum. Also, dann glaube ich, auch wenn die Folge kürzer ist als die sonst bestehenden, aber ich finde wichtig, so ein bisschen die Story zu zeigen hier mit meiner coolen Bommelmütze. Ich habe mich ja auch ein bisschen eingekleidet. Und ihr seht, wie es weit... Oh, mit Paul Rhodes in der Basis reden. Das könnte ich mal wirklich machen. Wo ist denn ein Paul Rhodes? Ich weiß noch nicht, wo der ist. Das würde ich euch noch antun können. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wo dieser Paul Rhodes sein soll. Ich sehe es jetzt auch auf den ersten Blick nicht so. Aber in der Basis kann ja eigentlich nur die Operationsbasis gemeint sein. Wir reisen da jetzt einfach mal hin und wenn nicht, dann kann ich immer noch aufhören, sagen wir mal so. Also schauen wir uns noch an, vielleicht finden wir den Paul Rhodes ja. Und wie gesagt, ich werde es auch die nächsten Folgen so beibehalten. Ihr werdet nicht den ganzen Progress, sondern die wichtigsten Sachen werdet ihr sehen. Und da seid ihr immer dabei
Ansonsten, das große Ziel ist natürlich irgendwann Dark Zone und irgendwann mal den fetten Loot abgreifen und da, wo Viele es Leute versuchen schwierig ihr Glück ist. In der Dark Zone. Weniger kehren zurück. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den Paul Rhodes in der Basis finden. Der Name, der sagt mir was. Der muss ja auch hier sein. Macht eigentlich gar nicht anders Sinn. Da ist keiner. Paul. Paul. Ihr seht auch hier, die Basis wird immer belebter. Die Leute werden geheilt, so wie es gehört. Ausbauten werden theoretisch verfügbar, aber da will ich eigentlich sparen. Aber nee, ich finde jetzt auf Anhieb Paul Rhodes nicht. Oh, doch, da ist er. Haha! Das wieder zusammen, ey. Das haben sie wirklich gut gemacht. Lässt einen Typen wie mich fast wieder hoffen. Das wäre ein gottverdammtes Wunder. Ich sagte fast, Agent Law. Aber was sie da draußen gefunden haben, raubt mir den Schlaf. Vielleicht war ich am Ende doch nicht paranoid. Ich hatte nur recht. Ich meine, sie haben die klügsten, die mächtigsten, am besten bewaffneten Agenten der Welt. Und doch schießt irgendjemand quer. Ja, aber die werden nicht gewinnen. Egal, was Sie vielleicht glauben. Glauben Sie, ich bin nicht auf Ihrer Seite, Agent? Halten Sie mich für einen Zyniker, dem alles egal ist? Ich bin ein Patriot und deshalb regt mich der Scheiß so auf. Wissen Sie, warum Demokratie klappt? Es ist das Gleichgewicht. Es gibt nicht nur Rechte, sondern auch Verpflichtungen. Die Leute sind sich nicht bewusst, wie verdammt wertvoll dieser Scheiß ist. Geschworenendienst, wählen. Und wie schnell man das alles verlieren kann, wenn man seinen Teil nicht erfüllt. Niemand kriegt was umsonst. Stimmt vollkommen. Das Land ist so organisiert, dass keiner irgendwas allein regeln kann. Ein Machtgleichgewicht. Und dann kommt irgendein Arsch und gründet die Division. Macht alles kaputt. Die komplette Macht, aber keine Verantwortung. Das ist das Gegenteil von allem, wofür dieses Land steht. Natürlich ging's schief. Und was ist davon übrig? Gute Absichten. Hey, und wir. Wir alle. Und ich habe verdammt nochmal mehr als nur gute Absichten. Wir kriegen das hin. Und zwar auf die richtige Weise. Ich hoffe, dass Sie recht behalten. Wirklich. Aber ich sehe nicht, wo Sie anders sind als der Rest. Ich hoffe nur für uns alle hier, dass Sie es sind. Ja. Dementsprechend. Jetzt aber, kann man sagen, wir haben die Story ein bisschen weitererlebt. Besser geht's gar nicht. Daher vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.